Diese komischen Viecher wollten wir noch mal uns angucken. Darkness before dawn. Ach so, er kann uns direkt targeten mit einem Angriff. Warte. Nee, wird das. Hä? Was ist das? Kriegen wir eine Anzeige für? Nee. So, die Fans breche. Ah, da ist so eine olle Ranke. Magst du Feuer? Nein, magst du nicht. Und wir haben bekommen Wild. So. Kristallfrucht. Nice. Wilde Armband. Okay, das sieht ein bisschen besser aus. Er braucht noch 12k, damit er das Softcap erreicht von 30. Ich glaube, du gehörst zu denen, die wir handeln sollen. Kann das sein? Okay, also wir versuchen immer noch in die Stadt zu kommen. Ich glaube aber vor der Stadt oder so wird Schluss sein von dem Kapitel. Ich glaube nicht, dass wir da reinkommen und die Person noch finden, mit der wir sprechen sollen. Es ist halt mega schade, dass es dieses Softcap gibt, denn ich würde es halt gerne weiterspielen, mich weiter leveln, solange während ich halt aufs nächste Chapter warte. Aber wenn es einen halt nichts bringt oder es einen halt sehr, sehr schwer gemacht wird, dann lässt man das halt und das ist mega schade, echt bei dem Spiel. Gibst eh nur Mats, genau. Jetzt immer nur noch dieses Item bekommen. Ich habe in der Stadt gar nicht geguckt, ob es ein Crafting-NPC gab, wo man vielleicht neue Sachen hätte sich herstellen können. Ja, Katze, ich habe dich gehört. A prayer for your wayward soul.
Okay. Was? Won't enjoy this. Nor will you. Hier sind irgendwas. Ah, okay, man. Unbändige Zorn. Ich kann da nicht rauf. Game prankt mich. Muss man die Dinger angreifen? Ach, kann sein, dass ich die vielleicht aufladen muss mit einem Blitz. Ja, mach doch. Ja, cast. Gott, hat der viel Leben. Ah, okay. Dann... Bisschen wegmoven. Kommst doch die Schwächung, ne? Ja. Take this! Und er hat zum Glück auch diesen Stun-Effekt. Kannst du den hier hinten? Natürlich nicht. Schade, schade. Take this! Das Ding immer noch nicht. Dann müssen wir ihn jetzt so verprügeln. Ach, brauchen wir jetzt hier einen Blitz? Ist ja. Ist außer Reichweite gelaufen.
Ja, ich kann doch nichts dafür, wenn das Viech wegläuft. Toll, muss ich das jetzt nochmal machen? I'm not done yet. Nein. Also dafür konnte ich jetzt echt nichts, wenn der zwei Züge lang wegmoved und ich hinterher moven muss. Okay, Kapitel 3 ist vorbei. Eigentlich nicht, aber... Wenn das Spiel das sagt... Eigentlich müssen wir da vorne hin. Hier noch so ein bisschen umgucken. Leck. Hier ist das Kapitel vorbei. Okay. Dann wären wir damit jetzt einmal. Okay, wir sind wieder zurück. Ich habe einen kurzen Cut gemacht, der anderthalb Tage gedauert hat. Denn. Für diese Quest, wo ich gerade bin, die wir am Fischerdorf hier oben in Wulzend bekommen haben, müssen wir zum Anfangsgebiet zurück und sollen hier was suchen. Und zwar eine Schatztruhe, die beiden Schatzjäger hier versteckt haben, dem wir in dem Dorf begegnet sind. Ich finde die aber nicht und bis heute Nachmittag war es auch gar nicht möglich zurückzugehen, denn eigentlich ist es vorgesehen, dass man innerhalb der vom nächsten Chapter erst wieder die Möglichkeit bekommt zurückzugehen, um Tieren nachzuschauen. Da das nächste Chapter aber 3 Monate dauert, bis es kommt, hat man sich entschlossen, uns in der Early Access die Chance zu geben, zurück zu teleportieren und die Quest vielleicht zu machen. Ich weiß es nicht. Ich habe hier schon mal gesucht. Ich finde aber nichts. Vielleicht liegt das an dem deutschen Text, denn der ist manchmal ein bisschen komisch. Nee, also hier steht genau dasselbe, was in Deutsch da steht. Also ich zeige euch, das ist das Questgebiet, also praktisch nur diese lange Fahrt und bisschen vorne von der ersten Ebene. Die 3 Crystals sind da auf der anderen Seite, safe, würde ich sagen, denn ich kenne nirgendwo eine andere Stelle, die so 3 Kristalle so nebeneinander stehen hat. Und das Ding ist mir halt im Gedächtnis geblieben oder so. Da 3 grüne Kristalle. Das Problem ist, hier ist nichts. Also ich habe jetzt mit der Katze mehrmals versucht, hier irgendwas zu finden. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das auch erst mit dem nächsten Chapter rein, dass man hier was finden kann oder so. Ich werde es auf jeden Fall... nach verschiedenen Updates immer mal wieder weiter versuchen, hier was zu finden. Ich kann noch mal so in den Questtext gucken, ob der auf Englisch mehr hergibt. Go under the stone rainbow and look for 3 green crystals. Und ich nehme an, das soll hier sein. Ich weiß, dass... Warte.
hier so ein riesiger Steinbogen ist, direkt neben so einem Teleporter, wo ich sagen würde, das ist dieser Rainbow. Aber da sind keine drei Kristalle auf einem Spot und ist halt auch außerhalb dieser Markierung. Und das hier ist wirklich der einzige Spot, der so drei Kristalle hat. Es gibt zwei andere Spots, die zwei Kristalle haben, aber nichts, was grüne Kristalle hat. Na, wie gesagt, vielleicht kommt es erst mit dem nächsten Chapter oder so. Bei den anderen Spots sind halt diese roten Kristalle. Aber auch nie in so einem Dreierverbund wie da vorne. Und du kannst hier halt nicht sehen, ob dieser Stone Rainbow hier irgendwo sein soll. Leider. Warte, wir müssen ein Stück weg. Der Stone Rainbow. Ich hatte gedacht halt, dass es dieses andere Linie halt ist, die direkt hier rüber geht, aber keine Ahnung. Und warte. Was ich als Stone Rainbow bezeichnen würde. Ich bin zu schnell aus dem Teleporter rausgegangen. Das hatte ich letztens schon mal. Du gehst aus dem Teleporter irgendwie, du rennst sofort raus. Denn da denkt sich das Spiel, du wolltest irgendwo anders hin. Aber ist ja Early Access. Ich warte jetzt noch mal kurz. So. Was ich als Stone Rainbow erkennen würde, ist halt das Ding da. Ein schöner großer steinerner Bogen. Das Problem ist, diese grünen Kristalle, wie sie auch da im Wald sind, gibt es hier halt unter diesem Bogen nicht in einem Dreierverbund. Oh, deshalb weiß ich nicht, ob wir die Quest, diese Treasure Chest Quest machen können. Und deshalb werden wir das erstmal nicht weiter im Video nachverfolgen. Ich werde später natürlich nochmal schauen. Ich könnte mit den NPCs nochmal quatschen, auf die in dem englischen Text noch ein bisschen mehr sagen. Ich weiß, dass die auch noch irgendwas von Palmen sagen oder so. Die waren hier hinten runter. Ja, da hinten. Achso, wer sie noch nicht gesehen hat, hier hinten ist auch nochmal so eine Kristallfrucht. Mal gucken, ob die jetzt im Englischen mehr sagen als im Deutschen. What happened to have been Neko by any chance? Ja. Genau. And there's a stony rainbow, middle look for the tree, palm trees and green crystals. Ja. Okay, das mit dem Nekoro, also mit der Katze, sagen sie nicht. Das war aber klar, dass ich nichts ausbuddeln kann ohne die Katze. Alten Mann. Wo ist die? Die ist da hinten. Den sollen wir helfen, irgendwelche Viecher zu besiegen. Das machen wir doch easy. Dann haben wir diese Labyrinth nochmal. Noch ein paar andere Handsachen. Hier. Da. Hier sind nochmal so drei so eine grünen Kristalle.
Aber hier schlägt die Katze auch nicht an und das ist ja halt nicht genau unter dem Bogen. Das hatte ich vorhin schon einmal geguckt. Ob das... das ist, weil ich zuerst den Questmarker gar nicht wahrgenommen habe, so weit hinten. Oh, hi. Let's end this quickly. Lol, das ist ein anderer. Hä? Zap. Akko ist schon halb tot. Wenn sie noch richtig reinbritzelt jetzt. Komm schon. Er ist außer Reichweite gelauert. Er ist außer Reichweite. Sehr. Okay, er hat noch irgendwas für uns, das habe ich gelesen. Jetzt ist er da hinten, okay. Ist da... oh, das ist dieses Ding... mit den Bomben im Boden. Ich dachte, das ist ein Kampfplatz. If I can't find a way, I'll make one. Ja, das ist da, wo dieser Platz ist. Okay, warte, dann rennen wir einmal zur Stadt zurück. Speichern, bevor irgendwas ist. Kampfgegenstände. Nimm mal die Bomben mit rein. Ich weiß nämlich nicht, ob die Hologrammdinger noch verbuggt sind. Wenn die Hologrammdinger sterben, haben sie bei mir jedenfalls immer Teamenergie abgezogen. Und ich glaube, wir wollen die Teamenergie behalten, damit wir weiter angreifen können beim großen Kampf.
hier ist zwar so ein Kristall unter dem Bogen, aber das ist einfach nur so ein Laternending, was überall anders in der Welt auch mal zu sehen ist. Und sonst finde ich halt echt nichts, was drei so eine ollen Kristalle hat. Hier müsste auch irgendwo noch eine Kristallblume sein. Genau hier. Da bin ich dran vorbeigelaufen. Das siehst du, sag ich doch. Ich hab doch gewusst, dass das irgendwie ein Kampfplatz noch wird. Kann das Ding hier benutzen? Blinky. Okay, er hat irgendwie eine Herausforderung für mich vorbereitet, der will mir ein bisschen was beibringen. Und er beschwert sich, dass ich das Schwert falsch halte. Na, geh weg. Er hat funktioniert, er ist wirklich weggegangen. Okay, er macht 131 mit einem normalen Angriff Schaden. Ey, das ist so eine Drohne wie Myrna hatte, ne? Einfach so. Er bewegt sich und darf dann angreifen noch. Was ist denn das für ein Quatsch? Warum darf der noch angreifen, nachdem er sich bewegt hat? Also war jetzt easy. Oh, es kommt gleich der nächste Kampf. Okay. Das ist jetzt so eine Sache. Warte, kann ich? Jo, kann ich. Es geht, das ist ja... Ich will jetzt nicht sagen einfach, aber... Oh, sie ist schon fast tot. Ja, okay, wenn drei immer zu mit diesem... Und er hat noch fast Schaden angreifen, dann ist... Mir schon klar, dass das ein bisschen... too much ist. By the will of the gods. Okay. Stehe ich nah genug an ihr dran? Jetzt halten wir beide zwei Angriffe aus. Hoffen wir, dass... Ich glaube,
glaube nicht, dass die uns den Gefallen tun werden und auf einer Stelle stehen bleiben. Ne. Schade. Oh, die können noch andere Attacken. Pfui. Take this! Hätte ich das gewusst, hätte ich... Ich werde jetzt sofort sterben. I'm not done. Ja. Warum bist du noch verwirrt? Danke. Nicht cool. Warum? Okay. Warum durften die so oft angreifen? Hä? Also ich darf nur... Gut. Hi. Won't enjoy this, nor will you. Take this. Warum ist jetzt die Kamera wieder so weit raus? Magst du Blitz? Take this! Take this! Wie viel brauchten wir da? 6 war das? I'll make one! Take this! Also Feuer, Eis und Blitz sind euch egal. Was ist mit Wasser? Ah, guck mal da, Wasser. Eine noch, okay. Crater, lend me your strength. Okay, diese Nepfenta-Dinger sind einfach diese Wurzelviecher. Für alle, die plötzlich auch hier hinten einen Questmarker haben, der ist falsch. Das sind einfach diese Pflanzenviecher. Let's
Darkness before dawn. Take this! Oh, ich krieg die Wand. Okay. Kristall. Ach ja, kein Skelett. Okay, dann hätten wir jetzt das von dem Alten, was wir nicht fertig bekommen, weil ich nicht stark genug bin oder so. Oder weil er vielleicht diese Bomben fehlen bei dem Kampf. Die Würmer. Und auch diese runde Viecher. Die sind einfach hier überall an diesem Strand lang verteilt. Finden wir ganz leicht. Die Schatzjagd, auch keine Ahnung, wie die gemacht werden soll. Dann hätten wir nur noch die Zutaten hinten für das Labyrinth, für das Portal. Dort holen für Atalanta. Oh, gibt's noch mal Brandbomben? Nice. Ja. Achso, ja, habe ich das erzählt. Softcap ist 30, danach sind da XP nichts mehr wert. Ich habe gesehen, ist fast gar nichts gewesen. Ja, doch. Aufträge. Das geht nicht, weil ich halt die nicht schaffe. Das geht nicht, weil ich es nicht finde. Ist nur noch das. Okay, hier für Atalanta die Pflanze. Ich dachte zuerst, man müsste dafür noch mal das Portal benutzen, was unten ist, aber muss man anscheinend nicht. Genau, sie wollte ja damit die Göttin wieder erwecken. Okay. Ach so. Riesenwelle, alle weggespült.
Okay. Das kann ich. Instant bekommen. Eine schwarze Pille. Das Armband der Dämmerung. Wo finden wir das? Sucht nach einem Mann mit dem Namen Aldor. Auch noch sein Armband abziehen. Macht man sowas? Okay. Also das heißt, wir schlagen ihn jetzt seinen Arm ab, ja? Wenn er uns das nicht freiwillig gibt. Ah, guck, jetzt hat da hinten das Ding auch Sinn. Dass da hinten noch so ein Häuschen mit Steg ins Wasser ist. Ey, Armband her. Armband oder Arm ab. Das Armband für den Perlentaucher. Also ich gebe dir einen gar nichts. Jeden Tag wache ich auf und halte es in meinen Händen. Sobald ich es anschaue, komme mir die. Kann ich. Ist die Grabsteine am Strand und blind müsste man sein. Ja, ist ein bisschen. Stirb es gleich wie hier. Ah, okay. Die großen Laternendinger sind Grabsteine. Am Anfang ist unlesbar für Umra das heiligste aller Rituale. Beim Auffäden der schwarzen Perle übertragen die Priesterin ihren Schwur, sobald die Magie vollendet ist. Kann der Austausch stattfinden. Ich war jetzt mal dran. Okay, das sind Grabsteine. Dann. Die schwarze Perle ist der Schwur. Während sie versinkt, taucht die Göttin erneut aus den Tiefen. Ein unausgesprochener Schwur von jenem gelobt, die noch immer erinnern. Eine kleine Erinnerung, dank deren die Kathedrale immer besteht bleibt.
Okay. Ich meine, ich bin schon ein paar Mal durch das Gebiet durchgelaufen. Ich kann mich echt nicht erinnern, ob noch mehr von den Teilen rumstehen. Doch, hier ist noch. Das Armband der Dämmerung ist nicht einfach nur ein Band. Es verbindet die Sterblichen mit der Göttin des Meeres und allen verlorenen Dingen. Dank der heiligen Fasern werden Wahrheit zu Geheimnis und Geheimnissen zu Wahrheit. Ja. Das ist nervig. Das Sachen halt doppelt. Okay. Nö. Hier lang habe ich nichts gesehen, davor auch nicht. Hat der hier irgendwie so ein Ding stehen? Nö. Dann weißt du ja sicherlich, wozu dieses verdammte Armband dient. Stell die Verbindung zwischen der Chaplin und Umbra dar. Umbra? Wer ist bitte Umbra? Die Erinnerung. Hüter. Ach, ich hab auf den falschen Knopf zweimal gedrückt. Ich wollte Hüter drücken und hab nach oben gedrückt. Okay. Das hätten wir. Was hat. Aber er hat noch eine Quest oder so. Okay, vielleicht geht die erst hinterher. Es ist Nacht, deshalb. Oh. Lel. Eine Legi bekommen für die Quest. Nice. Beziehungsweise ein Episch plus 1. Das, was wir haben, ist ja nur selber gecraftet.
Magie geht nochmal um 20 hoch. Magieabwehr um 8. Abwehr normal um 11. Zaubertempo MP. Richtig Hammer. Ich brauche endlich mal aber eine bessere Waffe. Leider bekomme ich hier nirgends sowas. Okay. Ja. Die Kampfquest, da kommen wir nicht weiter. Die drei Quests vom Brett haben wir abgegeben. Die Hin- und Her-Sachen haben wir gemacht. Joa. Dann war's das erstmal.